Moin Moin, herzlich hallo und willkommen zum Bundesliga-Tipp. Jeder Spieltag, so sieht's aus. Ja, mal schauen, wie das denn an diesem 10. Spieltag aussehen wird und ob es irgendwelche Überraschungen gibt. Bei meinen Tipps schon. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Das erste Spiel lautet Hertha BSC Berlin gegen die Gladbacher. Ja, da ist dann die große Frage: Wie viel wert ist der Sieg von Hoffenheim gegen die Hertha? Ein Innenverteidiger trifft für die Hoffenheimer und die Hertha, ja, und auf einmal geht die Niederlagenserie wieder los? Fragezeichen. Ich sag nein, also so hoch darf man dieses Spiel jetzt nicht bewerten. Bei Gladbach dagegen, ja gut, gegen Frankfurt 0-0. Ein Spiel, wo man sagt, so ein Abschluss, ja gut, hätte wieder so oder so rum ausgehen können. Ein Abschluss ist 0-0 höchstwahrscheinlich verdient. Ich denke mal, dass die Hertha in dieser Begegnung bei diesem Spiel am Freitag gewinnen wird mit einem knappen 1-0. Das nächste Spiel ist zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg. Ja, da haben die Wölfe geführt und das Spiel aus der Hand gegeben. Und irgendwie, Wolfsburg weiterhin zum Kopfschütteln. Während der SC Freiburg ja auch mal auswärts punktet. In Bremen holte man 3 Punkte. Überraschung, Überraschung für viele. Denn eigentlich war das für Bremen fast schon sicher geglaubte 3 Punkte. Ach, ein Abschluss, ja. Elburg hat einfach mal bewiesen, jupp, wir sind auf dem Platz und jupp, wir können auch gegen unseren Angstgegner was tun. Jetzt spielen sie wieder zu Hause. Zu Hause ist unsere Heimmacht. Sie werden das direkt demonstrieren und Wolfsburg mit 2-0 nach Hause schicken. Das nächste Duell ist zwischen dem FC Ingolstadt und dem FC Augsburg. Ja, da könnte man wiederum sagen, nach meinem Tipp so von wegen, oh, Überraschung, Überraschung. Ja, die Augsburger haben jetzt 2-mal in Folge gegen die Bayern verloren und 2-mal 3-1 verloren. Bei beiden Malen hätte es auch höher ausgehen können. Nun gut, also dementsprechend DFB-Pokal raus und jetzt heißt es konzentrieren auf die Liga plus diese Konzentration. Ja, gegen Ingolstadt reicht das nicht. Es ist Überraschung, Überraschung, ein Unentschieden, 1-1. Das nächste Spiel ist zwischen Bayer Leverkusen und Darmstadt 98. Ja, ich hatte gerade eben kurz überlegt, was könnte man am besten zu Darmstadt 98 sagen. Ein Team, das in den letzten Spielen bewiesen hat, jupp, am Anfang hat man mit uns nicht so ganz gerechnet, jetzt sind wir in unserem Turnier drin und jetzt können wir auch Punkte sammeln. Hat man ja auch gesehen in den letzten Spieltagen. Jetzt gegen Leverkusen ist es auch wieder möglich, Punkte zu sammeln. Die Leverkusener unter der Woche in der Champions League tätig. Können natürlich dementsprechend die Power da aus sein. Und ich denke mal, dass dieses Spiel ein Unentschieden wird. Ein 1-1. Ja, wieso Power aus? Ich denke mal, dass Darmstadt sich wehren wird mit Händen und Füßen. Und Leverkusen, man merkt das, wie auch im letzten Spiel auch, da nicht so alles ganz funktioniert und die Darmstädter da besser aufpassen als die Wölfe. Das nächste Spiel ist zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim. Ja, die Bayern, ne, Siegesserie ist wieder da, hurra, hurra, läuft doch alles wieder bei den Münchnern. Überall ist man gut dabei, im DFB-Pokal weitergekommen, in der Bundesliga weiterhin Tabellenführer, in der Champions League läuft es und dann kommen die Hoffenheimer. Überraschung des Spieltages für den einen oder anderen. Jetzt würdet ihr sagen, was, du tippst auf Hoffenheim? Hoffenheim besiegt Bayern? Nicht ganz. Ich sag unentschieden, 1-1. Wieso, weshalb, warum Bayern unentschieden? Könnte man jetzt sagen wiederum. Bei den letzten Malen, immer jedes Mal war das so, wenn die Hoffenheimer selbst in der Tabelle oben standen und gegen die Bayern gespielt haben, war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Man hat gesehen, dass die Hoffenheimer extrem motiviert sind und dieses Spiel werden sie dasselbe zeigen, auch wenn es in München dieses Mal ist. Sonst ist es ja oftmals so, dass in Sinsheim gespielt wird und die so hoch motiviert sind. Aber diese Hochmotivierung, die zeigt sich in München auch und die Bayern holen nur einen Punkt. Das nächste Spiel ist zwischen dem Hamburg SV und Borussia Dortmund, wo wir zur nächsten Überraschung kommen. Für den einen oder anderen, nämlich der Hamburg SV ist eigentlich statistisch gesehen in den letzten Jahren zu Hause gegen Dortmund erfolgreich. Die Dortmunder haben einfach die finden keinen Weg durch diese Hamburger Abwehr. Ne? Im Westfalenstadion
oder besser gesagt in Signal Iduna Park sieht das komplett anders aus. Ne? Da ist Hamburg hilflos ausgesetzt, aber in Hamburg eben nicht. Dementsprechend gewinnt der Hamburger SV mal ein Spiel mit 2:1. Ja, und ist auf einmal nicht mehr Tabellenletzter, denn der FC ist Letzter mit nur 3 Punkten. Das nächste Spiel ist zwischen Frankfurt und dem ersten FC Köln. Ja, auch wieder so eine schwierige Partie. Persönlich auch mein Topspiel. Ist ja eher selten, dass es mein Topspiel ist. Das Spiel, was auch der DFL gesagt hat, auch ist ein Topspiel. Ist das Topspiel des Spieltages. Und ja, da zeigt sich ein neuer Topscorer, nämlich Modest in Köln. Der könnte dort Torschützenkönig werden. Wenn er jetzt so weitermacht wie bisher. Ne? Wir haben auch schon in den anderen Jahren zuvor immer wieder gesehen, Topscorer, yippie-yay, und dann Abschluss, ne, bleibst du bei diesen Toren stehen, weil du einfach keine Tore mehr machst. Und das ist eben dann der Punkt. Ne? Trifft der Modest weiter, trifft er nicht. Bei dieser Begegnung, denke ich mal, wird er nicht treffen, denn Frankfurt gewinnt mit 1:0. So. Na, Überraschung, Überraschung in diesem Spieltag. Kommen wir nun zur nächsten Überraschung. Zwischen Leipzig und Mainz. Nee, nicht wirklich. Die Leipziger werden und bleiben ungeschlagen bislang. Auch gegen Mainz wird sich das nicht ändern. Sie werden gewinnen mit 3:1. Ja, auch wenn der letzte Auftreten der Mainzer ein bisschen besser war. Trotzdem denke ich mal, dass Leipzig zu Hause weiterhin mit 3 Toren gewinnen wird, aber sich diesmal gegen Mainz 1 einfängt. Das nächste Spiel ist das letzte Spiel des Spieltages. Es findet statt zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Werder Bremen. Ja, eben noch erwähnt, Freiburg eigentlich sowas wie ein Lieblingsgegner der Bremer und urplötzlich verlieren sie gegen die und das auch noch zu Hause. Also, das läuft nicht so ganz gut. Beim FC Schalke 04 sieht das fast schon ähnlich aus. Die Bremer sind immer gerne zu Gast dort. Als gefangenes Fressen, wenn man das so mal so sagen darf. In den letzten Jahren, okay, letzte Saison war es anders, aber davor die Jahre war das eigentlich so, dass Bremen immer regelmäßig in Gelsenkirchen abgefertigt worden ist. Das wird sich dementsprechend wieder zeigen. Schalke gewinnt mit 3:0. Da kann sich wieder jeder fragen, ist das eine Krise von Bremen jetzt? Ich sag nein. Es ist einfach nur eine Momentaufnahme. Das waren meine Tipps für diesen 10. Spieltag, auch wenn sie ein bisschen ja, risikoreicher, überraschender wirken als die letzten. Aber ne, so ist eben die Bundesliga. Ihr könnt natürlich eure Tipps in der Tippgruppe abgeben oder unten in die Kommentaren. Und wir sehen uns dann zum nächsten Spieltag wieder zum 11. Und das nach der Länderspielpause, denn ne, ist mal wieder Länderspielpause. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.